So, hallo. Jetzt gucken wir uns das mal an mit Landung in Hongkong. Ich müsste mich jetzt mal mit dem Guangzhou Center verbinden, weil ich glaube ich schon über meinen Top of Descent hinaus bin. Der wird mir gleich sagen, dass ich sinken soll. Hoffentlich. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, Hakan, du siehst, hier hinten haben wir den Waypoint Lotus. Das ist der, wo ich auf Abfanghöhe fürs ILS bin. Und ich, du hattest ja letztens gefragt, hier wegen Distanz zum Punkt anzeigen. Wenn man jetzt hier also einmal durchschaltet und hier bei Progress hingeht, habe ich jetzt eingegeben, Bearing und Distance zu Lotus, das gibt man hier ein und bestätigt hier. Er sagt mir, jetzt sind bis zu Lotus noch 130 Nautical Miles und ein Bearing von 257 Grad, was ja eigentlich für mich jetzt knapp geradeaus ist. Also hier kannst du das eingeben, das geht sehr, sehr gut. Jo. Warum soll ich nicht sinken? Na, noch habe ich... Ich sollte langsam anfangen, wa? Ich warte jetzt, bis ich bei BBM vorbei bin. Und wenn er dann nichts sagt, beantrage ich das selber. Schon mal hier Vertical Speed ein. Nee, er ist mir dazu optimistisch. Dann, dann machen wir das, ne? Hauptsache, er sagt nachher nicht, dass ich wieder steigen soll. So. Okay, alles drin. Schönes Wetter haben wir uns heute mitgebracht. Diese Livery ist auch ziemlich geil. Hat der gleiche Typ gemacht, der diesen Haifisch da gemacht hat. Gefällt mir sehr gut. Registriert in Jamaika. Wolken auch hübsch heute. So. Und ich will auf die 25L landen in Hongkong. Und ich hatte mir jetzt schon rausgesucht, die ILS-Frequenz, das ist die 108.9, also die gleiche wie in Hannover auf der 27 rechts. Vorhin in Taipei bin ich auf die Startbahn gespawnt und mir ist halt, sind mehrere Sachen aufgefallen. Also natürlich, wenn du jetzt auf der Startbahn stehst, er steht noch auf Heading und nicht auf NAV hier, nicht auf Managed Heading. Und ein Vertical Speed für den Steigflug war fest vorgegeben. Und das hat mich jetzt so ein bisschen irritiert und Auto-Thrust war nicht aktiviert. Das heißt, das musste ich beim Start manuell aktivieren. Früher war das so, dass das automatisch aktiviert war. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, was schiefgegangen sein könnte bei deinem Gleitfahrt letztes Mal. Kann es eventuell sein, dass der Flight Director nicht aktiviert war? Das passiert mir manchmal. Ansonsten von der Höhe, wenn wir hier mal in den Flightplan reingucken. Wir sehen, wir steigen hier bei 7000 ein und hier sollten wir bei Lotus bei 4500 sein. Aber wenn er dir hier über Landing System und Flight Director schon die Diamanten anzeigt und sie dann nicht jagt, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Aber da bin ich jetzt noch nicht drauf. Also probiere es jetzt erstmal selber aus und guck, wo es uns hin verschlägt.
Ah, ist schon schick, wa? Aber das Gefühl, bei Gegenlicht sehen die Wolken schicker und realistischer aus, als wenn die Sonne steil oben am Himmel steht. Also wir sehen hier alles in Ordnung soweit. Wir kommen langsam aus der Coffin Corner raus, es geht hier immer weiter. Guck mal hier aufs EFB. Wir sind auf bestem Weg nach Hongkong. Hier bin ich gestartet, hier lang, bald da. Hab auch den Cruise ein bisschen mit der Simrate beschleunigt, damit ich hier keine 2 Stunden sitze, weil ich noch auf ein Vatertagsbierchen einen Kumpel treffen möchte. Genau, was mir noch eingefallen ist, der Fly-by-Wire hat ja meistens die ILS-Frequenz nicht. Und manchmal macht man es so, dass man dann quasi beim Start in den Flugplan reingeht, auf Destination geht und den Arrival neu auswählt, damit er dann in RATNAV die Frequenz reinschreibt. Da ist mir aufgefallen, dass man manchmal versehentlich eine andere Transition nimmt. Also dass er dann quasi via Waypoint 1 davon ausgeht, auch bei der ATC, und du dann einen anderen auswählst und dass er dich dann manchmal nicht im Approach wähnt. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängen kann, eigentlich auf die Instrumente ja nicht. Der ILS-Gleitpfad sollte ja so bald abgefangen sein, wo du Approach einmal hier aktiviert hast, einmal hier aktiviert hast und dann dementsprechend auf der richtigen Höhe bist. Ich hoffe jetzt inständig, dass er mich jetzt bittet, nochmal weiter zu sinken. Sonst muss ich es wieder manuell beantragen. Wetterchen sieht schön aus. Jetzt gucken wir mal in unseren Progress rein. Bis zu Lotus sind es 77 Meilen. Ich kann ja jetzt mal hier in unseren TOD-Calculator reingucken. Ach guck, brauche ich gar nicht. Sonst hätte ich jetzt geguckt, wie schnell ich da sinken muss, um bis zu dem Punkt Lotus gesunken zu sein. Aber er scheint mir jetzt keine Probleme zu machen. Ich bleibe jetzt auf meiner ausgewählten Vertical Speed von 1800 Fuß. Klappt immer ganz gut damit. Auch das werde ich tun. Und da geht's abwärts. Oh, hier haben wir schon Mainland. Gucken wir mal auf unsere Karte. Ja, und hier ist die Insel.
Was übrigens gut funktioniert, man könnte jetzt hier die Tür öffnen über Ground und seinen Flug damit durch einen Overstressed beenden. Also sie würde öffnen und dann wärst du hinüber, wenn du Schaden angestellt hast. Aber das probiere ich jetzt nicht aus, denn ich habe Schaden immer an. Jo. Ja, so weit ist das nicht mehr. Ein neuer Flughafen ist ja, glaube ich, hier irgendwo. Kaitak war hier, ne? Habe ich mir auch als Add-on runtergeladen. Ist ganz cool mit der Signal Hill Kurve, also dieser rot-weiß gemusterte Berg, wo du dann die Rechtskurve in den End-Approach reinmachen musst. Ist ganz cool. Also kann ich nur empfehlen. Der Flughafen in Hongkong war, meine ich, der einzige Ort in China, wo ich mit dem Handy ohne VPN auf Facebook draufgekommen bin. Das wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr so lange so gehen. So, wir sinken beständig. Was fürs Auge, ne? Noch muss ich ja 5000 Fuß sinken, bis er mir irgendwas erzählt. Gehen wir mal ans Fenster. Ja, unsere große Kurve ist auch erst in 40 Meilen. Sitzen wir hier und gucken die Wolken an, während wahrscheinlich echte Piloten sich in dieser Zeit unterhalten würden, was am Wochenende so machen. Oder ob sie jemanden am Zielflughafen kennen, den sie mal besuchen werden. Naja. Ich denke mal, solange es ein Hobby ist, hat man hier eine ganz andere Sicht drauf. Als wenn es der Beruf wäre. Man muss wahrscheinlich auch zugeben, dass Asobo hier besseres Wetter macht als die echte Welt. Oh, schon wieder Eis.
Dann NTIs an. Steht hin und runter. Jetzt gucke ich mal in meinen Progress hier rein. Wie weit es bis zum Lotus ist, noch 31 Meilen. 31 Meilen, bis ich auf 4500 Fuß sein muss. Dann machen wir mal. Gehe ich mal ein bisschen runter. Oder? Obwohl er wahrscheinlich das Ganze als Luftlinie sieht und ich hier die Kurve noch drin habe. Das sind Tango Delta. Ach, er hier. Dann. Nervt immer ein bisschen, dass man den Punkt hier nicht findet, um es zu drücken. Aber somit sind wir erstmal wieder auf Kurs. Hong Kong Airport ist 40 Meilen weg. Warum hängt der jetzt was? Ein Glück, ich dachte schon, ich würde einen Crash to Desktop kriegen hier. So. Irgendwas läuft hier gerade nicht so dolle. Aber er scheint sich gefangen zu haben. Aber von einer Sekunde auf die andere ist die Performance hier deutlich schlechter geworden. I don't know why. Fangen wir mal an, hier die Sachen einzuschalten, die ich eh immer vergesse. Nämlich einmal die Autobrakes. Sobald ich unter 10.000 sinke, hole ich auch die Speedbrakes raus. Sonst komme ich mit meiner Sinkrate nicht hinterher. Speedbacks raus. Hoffen wir mal, dass wir hier. Ja, wir werden langsamer und wir sinken die Rate, die wir wollen. Jetzt biegen wir unsere glorreiche Endkurve hier ein. Da hinten ist der Airport schon. Wir können gleich mal gucken, ob wir Kai Tak hier sehen. Warum sollte ich jetzt wieder steigen? Ich sag jetzt einfach ja. Ich muss sowieso gleich auf Approach wechseln. Er will mich jetzt nur auf den ersten
wie heißt es, den ersten lilanen Stern schicken hier. Die 7000. Aber die werde ich jetzt so ignorieren, dass ich hier auf 6000 bleibe und hier bei 4500 runter bin, damit ich den Gleitpfad nicht verfehle. So, ich bin jetzt bei 250 Knoten, bin auf der Höhe. Das heißt, meine Speedbrakes hole ich wieder rein. Da haben wir Hongkong, wie man es in Erinnerung hat. So. Er meckert noch nicht. Okay. Dann fangen wir mal an. Ich hole mal die Landelichter raus. Da weißt du wahrscheinlich besser, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Bei den Temperaturen, wir sind in den Plusgraden, mache ich Anti-Ice mal aus schon. So. Erstmal kommen die Seatbelt Signs. Das ist, das machen wir. Und ich musste nicht steigen, habe keine Mecker gekriegt. Das ist doch schön. So, Landing System an. Hier, ich bin unterm Gleitpfad. Gehe parallel dazu. Habe hier meinen Localizer. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt muss er ihm gleich nur noch folgen. Spoiler arme ich. Kurz Trains mache ich rein. Ich hoffe, dass er mir gleich hier sagt, auf 4500 zu sinken. Ja. Bombe. Das mit der Geschwindigkeit, das ignoriere ich. Das mache ich. Jetzt über die Natur der Sache, indem ich schon mal ein bisschen für Widerstand sorge. Bin ja unter 280 Knoten, das ist okay. Ich bleibe unterm Gleitpfad. Jetzt hat er wieder was nachgeladen. Man sieht, es hat ein bisschen gehakt. Aber ich filme auch mit. Das macht es bei mir immer ein bisschen langsamer, indem ich das hier filme. Also ich bin unterm Gleitpfad, wie ich es möchte. Gucken wir mal in die Performance rein. Ich bin noch im Descent, noch nicht in der Approach-Phase. Und um ihn jetzt, ich bin auf der richtigen Höhe, das heißt, jetzt kann ich die Slats rausholen. Hallo Hongkong. Ich gehe mal in die Approach-Phase manuell, sonst beschleunigt er mir mal hoch. Das gefällt mir hier gar nicht. Ich will nicht ins Ding-Ding-Ding-Ding-Ding reinkommen. Schön, dass man auf die letzten Meter jetzt nichts mehr sieht. Aber ich aktiviere jetzt den Approach, habe Landing System und Flight Director an. Und ich hoffe, er holt mir jetzt gleich den Localizer und den Glide Slope. Kategorie 3 Single. Slats sind draußen. Ich gucke hier mal aus dem Fenster. Man sieht, dass man nichts sieht. Okay. Ja, ich gehe hier gerade. Ja, Kai Tak sind wir an der anderen Seite dran vorbei. Sieht man jetzt aber nicht, meine ich, oder? Oh, schick, da hier ist Kowloon. Da ist Kai Tak. Und da ist dann hier der Signal Hill. Das ist jetzt nicht geladen. Man kommt hier rein und dreht hier die Kurve und landet hier. Ist ganz nice. So, gucken wir mal ins Cockpit, dass wir jetzt nicht noch verkacken auf die letzten Meter. Ich bin auf Glide Slope und ich bin auf Localizer. Das gut.
10 Meter von der Landebahn entfernt. Dual geht. Gar kein Problem. Dann fangen wir mal an, uns hier bereit zu machen. Schild halten wir an. Sagen wir Cabin Crew Bescheid. Ein Blick auf die Hongkong Innenstadt, sagen wir mal. Oh, hier ist ein Carrier von Superspud. Kriegst du auch auf Flight SimTO, der versteckt die überall auf der Welt. Nicht alle sind gelistet. Also hier Kai Tak macht viel mehr Spaß als der neue Airport. So, da ist die 25L. Gucken wir mal drauf. Ich nehme aber jetzt den Autoland wieder raus. Ich finde Autoland langweilig. Ich lande händisch. So. Ich fahre die Klappen mal weiter raus. Langsam genug sind wir. So, gucken wir uns nochmal um hier. Flaps draußen, Ground Spoilers armed. Bin noch auf Climb, Auto Thrust ist drin. Bin jetzt kein Go-Around durchgegangen, aber wir sind hier nicht in den Bergen und ich bin kein echter Pilot. Aber ich hätte die Ground Charts ja mal studieren können in der freien Zeit. Aber dann stokel ich mich jetzt halt ab, mein Gate zu finden, und das ist auch in Ordnung. Bin noch genau auf dem Gleitpfad, ja, dann. Es lädt ein bisschen, es wird ein bisschen stotterig leider. Aber er überlebt. Hand ist auf dem Schubhebel. Andere Hand auf dem Stick. Leichter Seitenwind. 100 above. Ja. 300. Minimum. Continue. Autopilot raus. 200. Ah, da startet einer. 50. 40, gar keine Landeerlaubnis. Ignorieren wir, ne? Tower PN23320 heavy 1 miles south inbound ILS runway 25 left approach.
J6 ist schon mal gut. Als nächstes suche ich V. Aha, V ist also links und rechts. Dann nehme ich V nach links und suche danach nach W. Ist immer blöd, wenn das so wackelt. Was ist das hier? U. Hätte wahrscheinlich gerade ausgemusst, das ist wahrscheinlich weh. Aber das ist weh. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich glaube, ich hätte rechts lang gemusst. Jetzt bin ich auf dem W und jetzt muss ich bis B. Schauen. Nee, sorry, Alter, ich bin lost. Nach. Wo Gate 138 ist. Nur das PDF lädt, schon mal gar nicht schlecht. So, Ground Charts. So, B. Ja, ich hätte ums Terminal rumfahren müssen. Tatsächlich. Ich kann von hier so. Ja, gut, dann machen wir es noch richtig. Komm her.
müsste jetzt hier einmal um diese Ecke rumfahren auf der anderen Seite. Ist dann mein Gate, dass ich daran erkennen werde, dass da Catering Truck und Ground Power Unit alle schon Spalier stehen. Ich glaube, da ist es hier. Was lernen wir daraus? Immer, immer, aber auch immer diese blöden Groundcharts lesen, wenn man an einen großen Flughafen kommt. Okay. Na, ob die Taxiways ich noch verbunden kriege, das ist die nächste Frage. Die Jetway meine ich, aber ich stehe am richtigen Gate. Alles ist gut. Es war mir eine Freude.